Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoalP100, der mit der Zahl hinten dran. Wir spielen Portal 2 und mir ist ein bisschen schlecht. Ich habe noch nie so eine Aufnahmesession gedreadet. Mir fällt jetzt bloß das englische Wort dazu ein. Ihr seht, da passiert schon wieder irgendwas. Seht ihr ihn? Da steht er, der Übeltäter. So nah und er ist weg. Er ist... Gewissen, ich muss euch kurz das Gewissen vorstellen. Da oben, das ist das Gewissen. Hallo Gewissen, kannst du winken, Gewissen? Hallo. Ich bin das Gewissen. Das ist das Gewissen. Liebe Freunde, wird der Zeitverschwendung, wenn ihr den letzten Part gesehen habt, es spielt verrückt. Mein Gewissen ist manchmal ein bisschen komisch. Ich habe mich mit dem Stinker zerstritten. Wir können dieses Spiel nicht fertig aufnehmen. Ich wollte es alleine machen. Und dann ist plötzlich das komische Vieh da oben aufgetaucht und hier redet die ganze Zeit einer mit mir, der sagt, er wäre mein Gewissen. Und ihr seht, was zur Hölle soll das werden da oben? Dude! Core, ich habe deine personifizierte Einheit geupdatet. So was Tolles wie bei Android? Korrekt. Es ist Version 2.0. Was es sind agiert selbstständiger. Und es kann sprechen. Es kann sprechen. Direkt anspricht. Es ist noch nicht zu 100% reif, aber es kann antworten. In kurzen, prägnanten Sätzen. Personifiziertes Gewissen, kann ich dir einen Namen geben? Ja. Personifiziertes Gewissen, du heißt ab jetzt Drecksbob. Drecksbob. Bist du mit diesem Namen einverstanden? Bitte wiederhole. Drecksbob. Bist du mit deinem neuen Namen Drecksbob einverstanden? Es ist mir egal. Es ist ihm egal. Drecksbob, ich stehe hier unten relativ hilflos rum. Bitte mach doch mal dein Portal so, dass ich wieder zu dir hochkommen kann. Portal gesetzt. Es ist ja hervorragend. So, Drecksbob, Core, nimm den Würfel. Aber es macht... Gewissen, ich muss Einspruch erheben. Du bist anscheinend der dümmere Teil von mir. Wenn ich den Würfel nehmen würde, würde er an dieser Energiewand zerstört werden. Ist dir das klar, Gewissen? Meine Geduld ist strapaziert, aber mach, was du denkst. Es ist nicht zu fassen. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich kann immer noch nicht fassen, was hier passiert. Ich rede mit mir selbst, ich spiele mit mir selbst. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich bin eigentlich auch offline. Ich bin im Offline-Modus von Steam. Nur als Beweis, dass das, was hier abgeht, unmöglich ist. Gewissen, setze bitte dein Portal auch dort drüben, sodass wir die ganze Chose, die wir die ganze Zeit schon hätten, fertig haben können, wenn du richtig funktionieren würdest, mal fertig machen können. Ich gehe dann mal los, Gewissen. Ach nein, warte, Gewissen. Ich versuche noch etwas, um dich vielleicht etwas intelligenter zu machen. Vielleicht hilft dir das hier. Dann schüttel ich einfach mal deinen Schädel ein bisschen durch. Vielleicht wirst du dann intelligenter. Core, diesen Wortwitz verstehe ich nicht. Musst du nicht. Du bist anscheinend auch die Seite von mir, die... ein bisschen unterbelichtet ist. So, ich würde sagen, ich fliege einfach mal... Zack. Witz. Und mache den. Und den. Und ich habe einen Würfel in der Hand. Okay. Es darf jetzt einfach nichts mehr schiefgehen. Bleib, tu nichts, Gewissen. Tu einfach nichts. Ich muss diese Selbstschussanlagen anzünden. Es hat funktioniert. Ich hasse dich. Ich hasse dich so abgrundtief. Und das bedeutet auch, dass ich mich selber hasse, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung. Es bedeutet, dass ich mich selber hasse. Ich dachte, es sei eine gute Idee. Mein Gewissen denkt von strangen Sachen, dass es eine gute Idee wäre. Gewissen, was denkst du, auch, dass Uli Hoeneß nicht zu bestrafen eine gute Idee ist? Wer ist Uli Hoeneß? So dämlich rumzuspringen. Alter Scheiße. Gewissen, hol mich zu dir nach oben zurück, sofort.
Das fand ich lustig. Ha, ha. Nun gut. Gewissen, wir sind auf halbem Weg durch dieses Level. Was wir jetzt tun werden. Achtung, ich mache dir vor, was du gleich tun wirst. Verstehst du mich? Ohne Brille? Ja. Du wirst jetzt dort ein Portal hinbauen. Und dort oben dein anderes Portal. Und jetzt siehe und staune, Gewissen. Ich schlag dich tot. Ha, ha, ha. Da hält sich einer für besonders intelligent und lustig, ja? Da meint einer, er muss den Breiten markieren. Wenigstens hast du gleich verstanden, was du machen solltest, Drecksbob. Und jetzt keine Figurchen! Wenn ich im Anflug sehe, dass dein Portal sich woanders öffnet, nehme ich dir deine Portalgun weg. Okay, dann mal los. Es ist nicht zu fassen. Siehst du das? Siehst du das, du kleines Du? Du... Es gibt einfach keine Art, wie ich mich ausdrücken kann, wie sehr ich dich hasse. Du musst mich lieben, denn du brauchst mich hier. Das ist wie... Ja? Soll ich ihn das gleiche machen lassen, wie du eben? Schön, Gewissen, dass du da selber drauf kommst. Ich dachte, ich muss es jetzt auch noch erklären. Nur, dass ich jetzt die Portale baue, die du gerade gebaut hast, Drecksbob. Und du baust dir deinen eigenen Scheiß. Mach, was du willst. Ich warte hier an der Kamera auf dich. Ich will's gar nicht sehen, was du machst. Ich will bloß sehen, dass du hier gleich neben mir stehst. Hui, das ist schön. Es war eine schwere Geburt. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, schön, dass wir hier endlich rauskommen. Ihr habt keine Ahnung, wie massiv erschwert diese Situation ist. Drecksbob, geh in die blaue Kammer sofort. Keine Figurchen! Es ist wahnsinnig anstrengend. Ich weiß auch gar nicht, ich würde ja gern mehr mit euch reden, aber es beansprucht mich zutiefst, mit mir selber zu sprechen. Ich hab, Gott, nein. Only one more test after this. I know your cores are reused from calculation machines, built for simple mathematical operations and not for testing. But if we can rescue the humans, I promise you something to add, maybe even subtract. Weißt du was, Gewissen, bevor du aufgetaucht bist, fand ich ja GLaDOS am schlimmsten. Von den ganzen Stimmen, die hier so mit einem sprechen. Aber du hast mich eines Besseren überzeugt. Hör auf zu springen, Drecksbob! Jetzt stellst du dich 5 Sekunden da hinten in die Ecke und schämst dich. Gütiger Himmel. Bleib, wo du bist, Drecksbob. Ich schaue mir das Level hier an. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich werde jetzt Vorbereitungen treffen, Drecksbob. Beweg dich einfach nicht. Na, wundervoll. Ich finde GLaDOS toll. Sie ist mir so sympathisch. Heirate doch. Okay, ich schau mir den Scheiß jetzt hier an. Ich glaube, diese Rutschbahn hier wird uns noch passen. Schön, dass du nicht im Weg stehst. Freut mich. Du bist an mir abgeprallt. Findest du das schön? Hat das irgendwie romantische Schwingungen in dir geweckt?
Ich finde dein Stahl so erotisch. Oh, gütiger Himmel. Okay, Freund der Sonne. Da hinten sind zwei Knöpfe. Ich drücke jetzt mal und guck, was passiert mit den Knöpfen. Der hier ist beschriftet. Da heißt quasi, dann kommt da der Würfel raus, wenn ich mich nicht irre. Großes Kino. Den muss man also fangen. Muss ich dann das da auch zum Schlittern bringen? Ich soll ihn fangen? Drück. If you can't complete this course, those humans will die. Dein Timing war schon mal besser. Bitte beweg dich einfach nicht. Ich drücke jetzt den zweiten Knopf und guck, was passiert. Oh. Oh. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Das macht so viel Sinn. Der Würfel fällt dran vorbei. Beweg dich kein Stück, Junge. Okay, ich habe eine Idee. Du hässliches kleines Drecksbob. Robotergedöns. Dich mag ich. Das ist schön. So. Okay, er verarscht mich. Er ist ein ganz gewitzter. Weißt du, was wir jetzt tun? Ich gebe dir jetzt Anweisungen. Du ekelst mich an. Komischer Typ. Drecksbock. Ja? Du wirst jetzt in diese Richtung hier endloserweise lang durchlaufen. Aber jetzt noch nicht! Stopp! Ich werde aus deinem Endloslauf heraus dich dort oben rauskatapultieren. Werde diese Bahn, die ich da mit dem Knopf aufgebaut habe, für dich aufbauen. Und ich werde den Würfel da rausfallen lassen und du wirst den Würfel fangen. Hast du mich verstanden? Ja. Allmächtige Gewissensstimme, hat mich Drecksbob wirklich verstanden oder wird das hier jetzt ein Fauxpas? Chor, habe Vertrauen. Na, großartig. Okay, wir versuchen das jetzt einfach. Bitte starte deinen Endloslauf. Gewissen. Oh Mann. Da fällt mir was ein. Hör auf mit deinem Endloslauf, Gewissen. Beweg dich kein Stück. Oder ich schlag dich tot. Du machst das echt richtig schlecht, Gewissen. Richtig schlecht. So. Jetzt starte deinen Endloslauf. Und mach keine... Du sollst deinen Endloslauf durch meine Portale starten. Verstehst du den ersten Teil des Satzes nicht oder den zweiten? Ich beginne. Grandios. 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 Ich bin am Verzweifeln, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung. Er kann es. Er kann es. Es klappt. Tu nichts, außer weiter endlos zu laufen. Schön, dass es dir Spaß macht. Und jetzt folge meinen Anweisungen. Verdammt, es ist schief gegangen. Mach einfach weiter deinen Endloslauf. Und hör auf, so hässlich dabei zu sein. Kinder, das ist echt nicht einfach. Ich wünschte, ich wäre ihr. Dann hätte ich andere Probleme jetzt. Das war mein Fehler, ich geb's zu. Irgendwann muss das hier mal klappen. Ich kann mich schon gar nicht mehr richtig konzentrieren wegen dem ganzen Scheiß hier. Ich kann mich ausrasten. Lieber spiele ich Dark Souls. Fang die Würfel! Fang die Würfel! Fang die Würfel!
Und komm wieder zu mir runter! Komm wieder zu mir runter! Sofort! Sofort! Spring einfach runter von dem scheiß Laufsteg. Vielen Dank. Geh nicht durch die Energiewand! Gütiger Himmel. Folge mir nicht in die Energiewand. Komm zu mir. Hierher. Schön, schön. Und jetzt stelle den Würfel in diese Schale rein. Nicht dich selbst, den Würfel. Leg ihn in die Schale rein. Du bist grandios. Komm mit mir durch die Tür. Komm durch die Tür. Schön gemacht. Geh in deine dreckige Scheißkammer. Gott! Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung. Wer das hier sieht, an dem will ich plus eins loswerden. Es tut mir fürchterlich leid für alles, was passiert ist. Es tut mir leid um Josh. Um Brian. Halt die Fresse, GLaDOS! Ich habe keine Ahnung, wie wir jeweils hier in diese... Drecksbob, hast du mir was zu sagen? Cool. Ja? Du hast die Zeit vergessen. Ich kommentiere das jetzt mal nicht weiter. Wir müssen also wieder aufhören. Ja, und ich werde Update 3.0 bis morgen bereitstellen. Na, ich freue mich ja riesig. Hat das vielleicht eine Ausschalttaste für Drecksbob mit drin? Ohne diesen Bob wärst du nichts. Ohne mich wärst du nichts. Du brauchst mich, du brauchst Bob. Also hör auf zu meckern. Schön. Sehr toll zu hören, dass mein Gewissen einen berlinerischen Dialekt spricht. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, der... Oh Gott, wir sind immerhin im letzten Level. Ich glaube, die 8 ist das letzte Level. Nur noch ein Level. Ich muss noch ein Level mit mir selbst durchspielen. Ich hätte nie gedacht, dass das so schrecklich und grauenhaft sein kann. Ich hoffe, ihr schaltet im letzten Paar wieder ein und leistet mir Gesellschaft. Ich schaff das ohne euch nicht. Ihr müsst hier dabei sein, wenn wir Portal 2 spielen, beziehungsweise ich und Drecksbob hier. Ne, Drecksbob? Ist alles schön, ne? Keinen interessiert's, ob du schön findest. Schön, Drecksbob. Schön. Ich habe immer noch Herpes am Bauch von der letzten Umarmung. So, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung. Ich würde sagen, wir hören da mal hier auf. Und in der nächsten Folge, ich will das Ding beenden. Ich will es abreißen. Ich will, dass das hier... Ich will, dass das vorbei ist. Ich will, dass mein Gewissen wieder abbaut. Es tut mir leid. Ich wollte das alles nicht. Ich wollte nicht, dass mein Gewissen sich abspaltet. Tschüss, bis zum nächsten Mal.